Hallöchen zusammen, weiter geht's. Wir sind weiterhin in der Täterstation unterwegs, müssen weiterhin versuchen, das Dunbed irgendwie aus dem Quarantänebereich zu bekommen oder aus dem Quarantänestatus. Sind jetzt zwischenzeitlich so weit, dass wir jetzt hier irgendeinem dieser Scandaten den Code entnehmen müssen. Ich bin mal gespannt, wie. Ich wollte jetzt eigentlich euch mit euch hier die Daten im Einzelnen durchgehen. Wie ihr sehen könnt, die sind jetzt gar nicht so umfangreich. Ne? Ich dachte, man sieht hier voll total die Hinweise, wo vielleicht noch mal ein paar Leute sind. Das Einzige, was wir sehen, ist jetzt Nationalität, so kleinere Anmerkungen und halt der Lebens- oder Todesstatus. Also ob die halt gestorben sind oder nicht, anders gesagt. Lindwall habe ich schon gescannt. Zuletzt, ja. That one won't work either. Look for security people at Kronstedt or Strohmeyer. Sicherheitsleute wie Kronstedt oder Strohmeyer. Haben wir hier gar nicht. Sicherheitsleute, warte. Da steht. Na gut, da steht jetzt nichts per se so direkt, ne? Delta-Flüchtling, Robotertechniker, arbeitet jetzt für Strohmeyer. Das ist vielleicht so ein Hinweis, dass wir auf solche Begriffe achten müssen. Ich gucke jetzt aber nochmal. Robin Bass, die ist ja tot. Ich meine, das spielt ja eh keine Rolle, aber. Oder vielleicht doch? Werden wir gleich sehen. Steht aber auch nicht mit Sicherheitstechniker. Strohmeyer, die einzigsten beiden bisher, war Van und Bass. Stresky. Versuchen wir mal erstmal Van. Ah. I'll just load him up and get the simulator going. Okay. There we are. What are we doing exactly? We're gonna have a talk with Mr. Wan. Use the computer to activate the simulation. Okay. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Mr. Wan. Chun? What happened to you? I can't see anything. There's nothing here. Don't worry, Mr. Wan. It'll all get better. No, that's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Total am Ausrasten. Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan, meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. Aber er lebt doch schon. Warte mal. Ah, fuck. Kann man dann jetzt zurückgehen, um zu gucken, ob er jetzt noch lebt oder tot ist? Darauf habe ich jetzt gar nicht geachtet, ehrlich gesagt. Einfach nochmal versuchen. That wasn't so bad. Strohmeyer really got me worked up, bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened to you? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, that's a lie. You're lying. Mr. Wan, I need you to stay calm. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Ich meine, man kann es ja verstehen, this ne? Setup won't work. We need something else. Hier sind auch noch Lücken. Unter keine und keine Modulumgebung. Man kann es ja verstehen, dass er da so nervös ist. Wir müssen was anderes probieren. Ja, was denn nochmal? Ist nochmal oder was? Bringt ja nichts. Ist immer der gleiche Ablauf, ne? What happened to you? I can't see anything. There's nothing here. There's no need to worry. No, that's a lie. Nah. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you. Einzigste, was halt keinen Sinn macht, die rasten drei komplett. Simon, we need something new to work with. Ja. Die rasten komplett aus. Da frage ich mich doch, warum nimmst du denn daran teil?
oder erklärt sich bereit, wenn er so schnell die Nerven verliert. Wir müssen etwas anderes probieren, sonst haben wir nicht mehr viele Möglichkeiten. Da sind alle Dinger kaputt. Das war jetzt die einzigste brauchbare. War hier irgendwas? Geh mal weg hier. Nee, hätte sein können, ne? Einfach liegt was irgendwie im Schatten. Das geht ja eh nicht. Scanlock, Zeitplan, da war nichts. Ja, was soll ich jetzt machen? Da drüben haben wir den Scannerraum und unten da diesen Raum, wo man sieht, dass das Ding in Quarantäne ist. Oh. Ist das ein Simulations-S? Ach so. Ich habe das Ding die ganze Zeit übersehen. Noch eine Karte. Ja. Muss ich das jetzt austauschen oder? Oh, ich wollte eigentlich die Pulle. Ja, komm, ist egal. Ich wollte die Pulle zur Seite legen eigentlich. Steckplatz 1. Ich habe die ganze Zeit die Box übersehen. Ach, guck mal, jetzt haben wir hier auch Optionen. Aber immer noch nicht alle, scheinbar. Einer ist noch ein Modul. Gar nichts. Strand. Oder Skihütte. Vielleicht ist er da beruhigter oder entspannter. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chen, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chen? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here! It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So, what's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. Okay. Ja, ich verstehe, was er meint, dass er sich an die Umgebung gewöhnt und die Umstände, dass er jetzt halt in ein Programm hochgeladen wurde. Aber wer sagt denn... Ja gut, die werden ja alle gleichzeitig hochgeladen, ne? Sind ja nicht alleine dann. Gerade sagen, wer sagt denn nicht, dass die... wer sagt denn, dass die nicht sofort durchdrehen? Allesamt, aber... Ein Gefühl der Gemeinschaft kann ja beruhigen, ne? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Je nachdem zumindest. What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chan? What the hell is this place? Wird nichts bringen, der schon wieder. I don't have time to explain. I need you to give me the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chan, or I'll punch your teeth in! Ja, wir need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. Ja. You're right. We need to think this through. We need some more data. Also, der ist sofort aggressiv. Okay, können wir uns sparen. Die Karten rausnehmen? Ich lasse die jetzt mal drin einfach, ne? Hier war doch auch noch was. Warte mal, das ist auch so eine Schnittstelle. Ja, gut, welche gute Frage, ne? Welche von den beiden soll ich da nehmen? Ich glaube die. Ja, das ist die gleiche Schnittstelle und das ist eine andere. Ja, ja, das ist eine andere. Das ist die gleiche wie am Schreibtisch da. Cool, okay, das geht. Das geht. Imogen Red Guy Conrad. Ja gut, das ist ja nicht. Das brauchen wir ja nicht. Tankfluten. Wassergefüllter Stahltank. Direkt in Stress zu versetzen. Aber einfach mal gucken, nee, geht eh nicht. Scanraum. Mit Pilotensitz. Bessere Fortführung. Für Arche nicht notwendig. Okay.
Ja, das geht dann eh nicht wahrscheinlich. Ja, doch, kopieren kann ich's. Strand. Geht nicht. Ich glaube, den haben wir ja eigentlich schon. Das ist ein 1 zu 1 der gleiche, ne? Das haben wir aber nicht. Oder ist das vielleicht die Schilde? Verträglicher Außentest, hervorragend. Daten von Vogue rekonstruiert. Nicht verwenden. Ach, nicht verwenden. Steht das bei. Nein! Steht das bei allen? Nee, das steht schon. Vogue hat es da verbockt wieder. Ach, hier ist auch die Skirütte. Hütte. Nicht Rütte. Für Arche nicht notwendig. Ach so, das ist der Chip, den wir jetzt eingelegt haben, ne? 37% frei, oder? Ja. Haben wir jetzt den Scanraum. Da sitzt er nicht so im Dunkeln, aber ich. Ich glaube kaum, dass das was bringt, aber einfach mal versuchen. Der sitzt ja genauso im Dunkeln wie vorher auch. Da hier bei dem Modul muss man vielleicht noch was haben. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. What? Where did you... Alice? The scan is done. Are you feeling all right, Mr. Wan? Chun? Where's Alice? She had to leave. Listen, I really need to know the new security cipher. What? Why? Why would you need that? This is the trick. Please calm down. I know you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, Wow. You hear me? You won't break me! Jetzt vertraut er der KI nicht. How many times are we gonna have to do this? Come on, Simon. Don't give up now. Wo holen wir denn solche Moduleinheiten jetzt her? Ne, da war ja alles hinüber. Da war zu. Stark überlegen. Hier war unsere eigene nur. Und die von Manchin. Alter, wo hole ich denn jetzt ein Modul her? Nein! Ach, fuck. Nein. Brauchen wir nicht. Was haben wir jetzt noch für Optionen? Mal vielleicht. Boah, in diesen einen Raum mit dem Quarantänebild, ne? Wir haben jetzt nur noch den Raum. Hier ist das Lagerräumchen. Dann haben wir drüben die Privaträume. I wish I knew Brandon better. What would make him talk? Brandon besser kennen. Moment mal, vielleicht in seine Räume dann gehen? Ich gehe jetzt mal ganz schnell dahin. Warte, jetzt sind wir schon auf dem Weg. Vielleicht gibt es jetzt hier noch eine Option irgendwie. I think Brandon Wan is a good lead, but we need to find out more about him. Ja, ich bin da noch. Get to know him a little. Have a look in his room, go through his Ach stuff. So, sagt ihr das? Alles klar. Ich dachte, vielleicht gibt es da Module irgendwie. Dann gehen wir erstmal in den Raum von ihm. Ja, gar nicht so leicht einfach, ne? Ist nicht so hier einmal hochladen und adios und da hast du den Code. Selbst hier musst du richtig tricksen. Brandon Wan. Verdienen ist das. Brandon Wan's room. Ah, da. I'll just override the lock for you. If we get to know him, maybe we can make the simulation a little smoother. Dann fangen wir mal an. Ordentlich, Stück für Stück. Foto der Eltern. Seine Frau oder Freundin. Cute. Niedlich, ja, total. 14. August 2103. Akers hat endlich die Evakuierung von Delta zugestimmt. Goya, Creer und ich sind heute nach Theta umgezogen. Akers meinte, er würde noch ein bisschen länger bleiben. Dieser durchgeknallte Bastard. Ich bin zwar stolz auf meine...
auf meine Arbeit. Aber seit sie von der Oberfläche keine Ersatzteile mehr schicken, geht hier alles drunter und drüber. Er hat ja auch seinen Grund, ne? Denke ich mal. Habe heute zusammen mit Alice meinen. Brandon mentions a girl named Alice. They did their scans together. Alice Coster? We could try to make him think that she's there during the simulation. Might make him talk. Not sure how though. Keep looking. Mach ich. Heute habe ich zusammen mit Alice meinen Arche-Scan gemacht. Strohmeier hat mir erzählt, dass mich der Hangover quasi umbringen würde. Was für ein Arschloch. Anfangs ging es mir noch ganz gut. Ein paar Stunden später aber bekam ich fürchterliche Kopfschmerzen. Am schlimmsten aber schmerzte diese Chun-Truller. Sie kann manchmal so unangenehm werden, dass es mir die Haut aufstellt. Hat man nicht die Haare? Die Haut aufstellt. Ist mir unbekannt. Egal. Strohmeier ging total an die Decke und untersagte alle zukünftigen Scans für das Archiprojekt. Anscheinend wollte Conrad bei der Kontinuität so ist richtig mitmachen und gab sie gleich mit dem Scan direkt im Pilotensitz den Rest. Gab sichere. Ja, jetzt habe ich es komplett verrissen. Also er hat sich halt umgebracht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir neue Sicherheitscodes bekommen werden. Das habe ich aber echt mit dem Vorlesen. Hab gerade gehört, dass das Komorabi-Verbesserungsteam nach Delta unterwegs ist, um Akers abzuholen. Er ist jetzt schon seit 2 Monaten alleine da. Keine Ahnung, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Sag ich doch, der ist da länger geblieben. Bin ich doch nicht so wirsch mit der Zeitlinie, ne? Also er ist wirklich freiwillig da alleine geblieben. Ganz 2 Monate vor allem. Ist ja auch krank, der Typ. Komplett gestört. Brandon, ich bin wegen des Scans völlig durcheinander. Alle sind so tapfer. Nur glückliche Gesichter, keiner zeigt Bedauern. Weißt du noch, wie du sagtest, du würdest meine Hand während des Scans halten? Wenn das Angebot noch steht, würde ich es gerne annehmen. Wenn wir uns zusammen scannen lassen, könnten wir auch den Hangover danach zusammen überstehen. Sie sagen, ein paar Tage braucht man schon danach, um sich zu erholen. Viele Küsse, Alice. Alice und Brandon waren definitiv in einem. Good. Okay. Then we should find a way to incorporate her into the scan. Ja. Ich will immer unterm Bett gucken, aber das macht einfach keinen Sinn. Das Fairchild Award. Okay, das ist so eine Jugendauszeichnung. Erinnerungsfotos. Das wird uns nichts bringen. Brandon, you ready to go? Strohmeier says it's time to move. I'm waiting for Stransky and Alvaro to pack up their stuff. Head downstairs and I'll meet you there. Don't take too long. Don't worry, we're right behind you. I think I just heard Alice talking to Brandon on the intercom. Seems like they were getting ready to leave. You got that from the intercom? Must be a transmission buffer. Hang on. Great, this is exactly what we need. I think we got this, Simon. I can synthesize Alice's voice from the intercom and use it to impersonate her for the simulation. We can trick them into feeling safe enough to open up. Great. Definitely feeling good about this. Good job with the intercom. I didn't know you could data mine. What's it like? It's just something that I do now. So it comes naturally to you. That's really interesting. Yeah, I'll make sure to add it to my dating profile. So, jetzt aber. Ja. Ah, jetzt haben wir auch alles. Alice. Scanraum. Mit Alice am Strand. That wasn't so bad. Strohmeier really got me worked up, bastard. Wow. What the hell happened? Where are we? This is the Ark. We made it? I didn't realize it would work this way. Just one thing? What do you mean? Do you remember Theta changing the security cipher? Yeah. The WoW lockout. I need that key. It's the only way to save the rest of the staff. Wait, this is crazy. You're not Alice. That's not true. I'm Alice. No, you're lying. This is a trick. Mr. Vaughn, I need you to calm down. This is fucking cold using Alice like that. Get out of my face! Mr. Vaughn, it's really important. I need to know the cipher. I'm not giving you anything.
Theta now! I'm not having any more of your bullshit! Oh nein! Does anything carry over? I mean, could he remember this hell we're putting him through? The simulation never affects the scan pattern. Each time is a fresh start. Ach so. Comforting, I suppose. Skihütte oder Scanraum? Ja, so gesehen, damit er gar nicht so den Eindruck vielleicht bekommt, da hat sich was geändert, ne? Vielleicht so machen? That wasn't so bad. Stromar really got me worked up, bastard. Well, that's what you get for listening to his stories. I guess I had it coming. About Stromar. He said he needed a new cipher ASAP. What should I tell him? It's all right. I can talk to him. Wait! Didn't Chum just tell you to take it easy? Don't worry, I'm not gonna tell anyone. I do feel hungover. Okay. It's 1729 42. 12 over 407. Got it? Yeah, I got it. I'm sorry, Mr. Long. Brandon. Goodbye. No, wait! Einfach abstarten. We got what we need. Is that what we are? Simulations? Yeah, but it shouldn't make any difference. You're still you. I'm not sure what to do with the data. You decide. Herunterfahren einfach. Herunterfahren, weil das ist schon ein bisschen zu krass irgendwie, ne? Ihn einfach zu löschen. Wer weiß, was wir noch machen können. Zumal wir ja noch in der Lage sind, eventuell das Archiprojekt ja zu starten, ne? Wir wollen es ja bergen. Einfach zu löschen wäre jetzt krass. Simon, we got it. We can get to the Dunbat now. Ja. Get back here. Ich habe schon echt den Glauben langsam verloren. Ich dachte mir, vielleicht jetzt in der Skihütte. Aber man muss ja sicher, also mir fehlt hinter ein, das hieß halt, die gehen zusammen in den Scanraum, ne? Und die werden ja dann nicht sofort hochgeladen, die werden ja nur gescannt. Catherine, couldn't we just have extracted the cipher from Brandon's data somehow? It's so cruel bringing him back like we did. No, that's impossible. Memories don't work like that. Let's just hope it was worth it. Ja, wenn er sich nicht dran erinnert, ist er immer ein Neustart, ne? Also. There you are. Was just frickt? Warming up the Dunbat for us. It's been collecting dust for months, so it might need a minute. Okay, that's it. That's everything. Let's go ahead and that's weird. Never mind. Was? What do you need me to do? Head inside the dock. The Omnitool can open the door now. And get into the Dunbat. Then plug me in and I'll take us into the abyss. Sounds easy enough. Okay, wir haben's. Da haben wir's. Echt cool. Hat ja, weil es war schon zeitaufwendig, um an den Code zu kommen, aber es hat ja letztendlich geklappt. Obwohl ich jetzt gegen Ende echt den Glauben langsam verloren habe. Na gut, nächste Station, dann Dunbat und dann geht's abwärts. Das machen wir aber im nächsten Part. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Freunde, oder Abend und bedanke mich vor allem für die Aufmerksamkeit, fürs Zusehen und dass ihr nach wie vor Bock habt auf dieses Projekt. Und wenn es euch nach wie vor gefällt, würde ich mich selbstverständlich über ein Feedback freuen, egal welche Art. Und würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Part wieder mit dabei seid. Tschüss, bis dann.